Es gibt Dinge im Leben, die wir tief in uns tragen und die wir niemandem anvertrauen. Geheimnisse, die so persönlich, so intim und manchmal so belastend sind, dass wir sie unter Verschluss halten, aus Angst, dass sie uns verletzlicher machen könnten, als wir uns jemals vorstellen können. Doch warum ist das so? Warum halten wir bestimmte Dinge geheim und fühlen uns dabei gleichzeitig sicher und doch auch belastet? In unserem heutigen Video tauchen wir in die schockierenden, faszinierenden und manchmal dunklen Gründe ein, warum wir bestimmte Dinge lieber für uns behalten sollten. Wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1: Der Schutz unserer Identität. Jeder von uns hat eine Identität, die wir nach außen präsentieren und eine, die wir tief in uns tragen. Die Dinge, die wir geheim halten, können zentrale Bestandteile unserer inneren Identität sein. Aspekte, die wir nicht möchten, dass andere sie kennen, weil sie uns angreifbar machen könnten. Diese Geheimnisse könnten unsere Ängste, Schwächen oder unsicheren Seiten betreffen, die wir nicht der Kritik oder dem Urteil anderer aussetzen wollen. Du hast vielleicht Dinge erlebt oder tust Dinge, die du als unvereinbar mit dem Bild empfindest, das du nach außen hin zeigen möchtest. Vielleicht fürchtest du, dass, wenn diese Geheimnisse ans Licht kommen, sie das Bild zerstören könnten, das andere von dir haben. Oder schlimmer noch, das Bild, das du von dir selbst hast. Indem du diese Dinge geheim hältst, schützt du dich vor der Möglichkeit, dass deine Identität in den Augen anderer beschädigt wird. Nummer 2: Die Angst vor Ablehnung und Verurteilung. Einer der stärksten Beweggründe, warum wir Geheimnisse bewahren, ist die Angst vor Ablehnung. Wir fürchten, dass, wenn jemand die Wahrheit über uns erfahren würde, er uns nicht mehr mögen, respektieren oder lieben würde. Die Angst, aufgrund eines Geheimnisses verurteilt zu werden, kann uns davon abhalten, uns anderen wirklich zu öffnen. Nummer 3: Der Schutz anderer Menschen. Manchmal halten wir Geheimnisse nicht nur für uns selbst, sondern auch, um andere zu schützen. Vielleicht hast du Informationen, die, wenn sie bekannt würden, das Leben eines anderen Menschen zerstören könnten, sei es eine Affäre, eine Sucht oder eine andere düstere Wahrheit. Du trägst diese Last mit dir herum, weil du weißt, dass die Enthüllung des Geheimnisses mehr Schaden anrichten würde, als es Nutzen bringen könnte. Dieser Schutzmechanismus ist oft eine Form von Liebe, doch dieser Schutz hat seinen Preis. Er kann dich emotional belasten, dich in deinem eigenen Leben einschränken. Nummer 4: Der Erhalt der Kontrolle. Geheimnisse geben uns oft ein Gefühl der Kontrolle. Solange du ein Geheimnis für dich behältst, hast du die Macht darüber, wann, wo und wie es enthüllt wird oder ob es überhaupt jemals enthüllt wird. Diese Kontrolle kann beruhigend sein, besonders in einer Welt, die oft unvorhersehbar und chaotisch ist. Aber diese Kontrolle kann auch eine Bürde sein, denn je länger du ein Geheimnis bewahrst, desto mehr Macht bekommt es über dich. Es kann zu einer ständigen Quelle der Angst werden, dass jemand es herausfinden könnte oder dass du in einem schwachen Moment selbst etwas verrätst. Das Geheimnis, das dir ursprünglich ein Gefühl der Kontrolle gab, beginnt dich zu kontrollieren. Nummer 5: Das Bedürfnis nach Selbstschutz. In vielen Fällen halten wir Dinge geheim, weil wir uns schützen wollen. Vielleicht hast du in der Vergangenheit erlebt, dass jemand dein Vertrauen missbraucht hat. Diese Erfahrung hat dich gelehrt, vorsichtiger zu sein und nicht mehr so offen mit deinen Gefühlen oder deinem Leben umzugehen. Nummer 6: Die Furcht vor den Konsequenzen. Manche Geheimnisse bewahren wir, weil wir die Konsequenzen fürchten, die eine Enthüllung mit sich bringen würde. Vielleicht hast du einen Fehler gemacht, der, wenn er bekannt würde, deinen Ruf, deine Karriere oder deine Beziehung zerstören könnte. Diese Furcht vor den Konsequenzen hält dich davon ab, ehrlich zu sein, selbst wenn du manchmal das Bedürfnis hast, dich zu offenbaren. Nummer 7: Das Bedürfnis nach Privatsphäre.
Es gibt Dinge, die wir einfach für uns behalten möchten, weil sie nur uns etwas angehen. Du hast das Recht auf Privatsphäre und nicht jedes Detail deines Lebens muss mit der Welt geteilt werden. Manche Geheimnisse sind nicht belastend, sondern einfach nur persönlich. Dinge, die du nicht teilen möchtest, weil sie einen Teil von dir ausmachen, den du nur mit dir selbst teilen möchtest. Dieses Bedürfnis ist gesund und auch wichtig. Es erlaubt dir, einen Raum zu schaffen, in dem du ganz du selbst sein kannst, ohne die Erwartungen oder Urteile anderer. Doch manchmal kann das Bedürfnis nach Privatsphäre in Isolation umschlagen, besonders wenn du das Gefühl hast, dass du niemandem vertrauen kannst und dass niemand verstehen würde, was du durchmachst. Nummer 8. Der Glaube an das Schicksal. Manche Geheimnisse bewahren wir, weil wir glauben, dass es das Schicksal ist, das sie uns auferlegt hat und dass sie aus einem bestimmten Grund verborgen bleiben müssen. Du könntest das Gefühl haben, dass bestimmte Dinge einfach nicht ans Licht kommen sollten, weil sie die natürliche Ordnung der Dinge stören würden. Nummer 9. Das Spiel mit der Macht. Manchmal halten wir Geheimnisse, weil sie uns ein Gefühl der Macht geben. Du weißt etwas, was niemand sonst weiß, und dieses Wissen gibt dir ein gewisses Gefühl der Überlegenheit. Es kann eine Art Spiel sein, ein Tanz um die Macht, bei wem du entscheidest, wann und ob du dein Wissen preisgibst. Doch Macht ist eine gefährliche Sache, besonders wenn sie in Form von Geheimnissen ausgeübt wird. Sie kann Beziehungen vergiften und Vertrauen zerstören, wenn sie missbraucht wird. Deshalb ist es wichtig, sich bewusst zu machen, warum du ein Geheimnis bewahrst und ob es wirklich um Macht geht oder ob es tiefer liegende Gründe gibt. Nummer 10. Das innere Bedürfnis nach Vergebung. Manchmal bewahren wir Geheimnisse, weil wir uns selbst nicht vergeben können. Du hast vielleicht etwas getan, worauf du nicht stolz bist, und anstatt dich selbst zu konfrontieren und Vergebung zu finden, hältst du es geheim. Dieses Geheimnis wird zu einer Last, die du mit dir herumträgst, eine ständige Erinnerung an das, was du getan hast. Unser heutiges Fazit: Die Macht der Geheimnisse. Geheimnisse haben eine immense Macht über uns. Sie können uns schützen, aber sie können uns auch belasten. Sie können uns Kontrolle geben, aber sie können uns auch gefangen halten. Die Gründe, warum wir bestimmte Dinge geheim halten, sind vielfältig. Es ist wichtig, sich dieser Gründe bewusst zu werden und zu entscheiden, ob das Geheimnis, das du bewahrst, dir wirklich dient oder ob es an der Zeit ist, es loszulassen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.